Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier in unserem Heimatdörfchen. Was? Ich glaub schon. Wenn ich aufstehe, sage ich mir, du musst einfach nur den Tag überstehen. Du hast einiges erlebt, Mann. Schlimme Dinge. Sag einfach Bescheid, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Oh, okay. Okay. Hey, die Kuh hat einen Dachschaden. Ich weiß, dass ich ein bisschen durchhänge. Aber ich versuche wirklich, mich zu bessern. Ja, ja, schon musst gut. Du dich nicht entschuldigen. Schau. Kümmer dich um deine Sachen, dann wird schon alles laufen. Sturmfeuerzeug und Kompischraubenschlüssel war das vorher schon drinnen. Weil ich weiß, die Leute sind so selbstständig in ihrer künstlichen Intelligenz, muss ich mal so sagen, dass sie ihre Sachen, ihr Hab und Gut, in die Schubladen legen. Ich kann das dann zwar rausnehmen, wie ich möchte, und aber auch spawnen die Gegenstände wieder. Nach circa 30 Tagen, also im Spiel 30 Tage, spawnen die Gegenstände wieder und die kann man von vorne sammeln. Auch Gegner können spawnen. So, wir tun mal kochen. Ich war schon immer neidisch auf Leute, die andere Sachen als Sätze bauen können. Okay, das war jetzt nur mal so am Rande. Was? Ich kann keine Suppe kochen. Ich will aber Suppe kochen. Mir fehlt schmutziges Wasser. Wie kriege ich eigentlich schmutziges Wasser her? Ich meine, es müsste doch reichen, wenn ich Regenwasser oder so nehme, ne? Das wäre eigentlich schmutziges Wasser, oder? Gemüsestärke könnte ich kochen. Mehr. Gegrillte Kakerlake. Können wir da nicht irgendwie... so ein Eintopf wäre mir halt schon lieb. Hast letzte Nacht wieder geschrien. Oh, tut mir leid. Möchtest du darüber reden? Nein, es tut. Ich will nur nicht mehr darüber nach. Oh, genau. Ich habe vergessen, mich anzuziehen. Ja, das war jetzt für die Männer. Nein, das war jetzt verkehrt. Alter. Ich werde von mir selber schon ganz durcheinander, ne? Also hier muss ich her. So. So, ich muss mir so ein Dingens holen. Warte mal. Brustkorb, Wirbelsäule. Ja, ja, Einkaufskorb. Ich ziehe mir einfach so einen Einkaufskorb rüber. Das passt schon. So, geflickter Dreiteiler. Das wird, glaube ich, nicht gehen, denke ich mal. Gemüsestärke, was tut das denn da drin? Fällt das etwa unter... Das fällt unter Schrott? Tatsächlich. Wahrscheinlich, weil ich daraus noch was machen muss, kann ich mir vorstellen. Keine Ahnung. Richtig. Lass dich nicht zu sehr ablenken, Mädel. Wo ist dann das Zeug? Die Impro-Pistole, ein Stückchen noch weiter runter. Warte, Leder, war das glaube ich eine Leder. Lederkombi, da ist sie. Einmal bitte. Für mich. Danke. Damit fühle ich mich wohler. Ich werde auch gleich mich umziehen. Komplett. Da wir ja rüstungsmäßig ein bisschen was bekommen haben. Zuerst einmal die Lederkombi. So. Also. Dann die Metallrüstung. Linker Arm. Rechter Arm. Rechtes Bein. Dann. Das haben wir schon. Sonnenbrille müsste passen. Was haben wir hier? Da haben wir schon was. Ich glaube, das ist jetzt ein Bein, ne? Hier haben wir 7. Aha, okay. Nein. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Raider Rüstung. Einen Moment. Da musste ich kurz husten. Entschuldigung. Warte. Rechtes Bein. So ist, glaube ich, besser. So ist, glaube ich, mal besser für den Anfang. So. Wie schauen wir aus? Geht, oder? Bäm.
Ich finde, es geht. So. Dann Schiffswetter haben wir auch gleich wieder. Wir haben somit alles, was wir brauchen. Warte, zerlegen, so auf die Art, da muss ich es hinschmeißen normal. Ne? Wir können ja eigentlich das, was schon überflüssig ist, können wir ja eigentlich zerlegen. Ablegen, ich probiere es einfach mal. So, vielleicht kriege ich ja irgendwas richtig Tolles, Brauchbares. So, da lala. Schauen wir mal. Dann müsste das so sein. Und jetzt müsste man es zerlegen können. Da würde man nur Leder rauskriegen. Ansonsten werde ich das Ganze nochmal aufsammeln. War das alles schon? Du erinnerst mich an mich selbst als junge Frau. Wä? Ich habe mich immer in Schwierigkeiten gebracht. Ja. Weil dann würde ich nämlich vorschlagen, gibt es hier irgendwas Gescheites, eigentlich Leichtbau? Taschen. Wozu Taschen? Können wir tatsächlich erhöht die Tragekapazität. Alter, das wird aber sofort gemacht. Super. Und das Gewicht wird reduziert. Auf jeden Fall. Der Schutz lässt nicht nach. Warte. Zurückbauen. Hat er das jetzt angezogen auch? Gekocht. Aha. Verwenden, modifizieren. Aha. Warte mal. Umgürtet. Das müsste jetzt das so sein, ne? Leichtbau umgürtet. Das verbessert. Nein, das ist wieder was anderes. Na nun, na, wo war denn das jetzt? Das war's, oder? Umbenennen, verwerten. Ja. Ich muss mal kurz nachschauen. Ich habe das noch nicht so ganz draußen, wie das gehen soll. Linker Arm. Wahrscheinlich mache ich da immer noch irgendwas falsch. Hilfsmittel. Das ist jetzt nur zum Essen und so weiter, ne? Da ist sonst nichts. Also müsste das jetzt passen? Warte mal, das könnte ich ja, das kann ich ja trotzdem nachschauen, ne? Wenn ich jetzt Inventar gehe, 250. Noch wirkt die Tragekapazität nicht. Oder ist das eventuell anders gemeint? Schweißerbrille. Leichtbau. Lederrüstung. Käse. Oh, warte, was? Warte nochmal. Herstellen. Warte, die Rüstung. Das müsste doch passen, oder? Linker Arm Rüstung. Verwerten und benennen. Normal müsste es doch so gehen. Lackiert. Taschen? Nein, bauen will ich das jetzt nicht nochmal. Na, das. Beim rechten Arm? Das geht sicher irgendwie anders und ich weiß schon wieder nicht wie.
erstellen. Linker Arm. Untersuchen. Schauen wir da mal. Nein. Dann Schaden durchschalten, Favorit zu dir in Skill-Tabelle. Mist! Ich habe echt gehofft, das wird gehen. Das ist gerade blöd. Diverses, vielleicht ist es da dabei. Da, bla bla. Bla bla. Wackelpuppe. Jetzt wollte ich wieder Wackelputting sagen, ne? Tja. Ah, hier die Mods. Ja, Mods können nur an einer Werkbank angebracht werden. Ablegen, sortieren. Nur an einer Werkbank angebracht. Ja, trotzdem, da kann ich ja nur herstellen. Sonst tut der ja nicht wirklich was. Wert verwerten. Abbrechen. Beim Benennen? Okay, da tut er gar nichts. Achso, da oben. Ich sehe schon. Alles klar. Also, Standard. Lackiert. Ohne Extras. Bei Standard gibt es keine Taschen, ne? Die Tragekapazität. Dann fertige ich das mal an. Das müsste es aber passen, oder? Und die müsste jetzt auch 1,2 leicht sein, hat es geheißen, ne? Achso, jetzt haben wir einen rechten Arm. Okay. Links, rechts, rechtes Bein. Ohne Extras, Taschen. Annehmen. Okay, ich hoffe mal, dass es so passt, ne? Dann haben wir hier was. Gedämpft, behandelt. Aha, da haben wir mehr Schutz. Energieresistenz. Würde ich sagen, ja. Dann Leichtbautaschen wäre auch schön dazu zu haben. Achso, das geht ja nur entweder oder. Kleber, was fehlt? Passen, oder? Das müsste schon alles drauf sein, oder? Mit Taschen. Da steht's. Mit Taschen, mit Taschen, mit Taschen. Der rechte Arm ist auch mit Tasche. Steht eh dabei. Passt alles. Was ist denn das? Oh, da habe ich, da habe ich einen Schmarrn gemacht. Mit Tasche, rechter Arm. Taschen. Warte mal, abbrechen. Verbesserte Schadensresistenz. Aha. Da oben, also mit dem haben wir mehr Schutz. Dann würde ich sagen, das noch. Dann würde ich sagen, hier. Taschen. Okay, da geht nichts. Was haben wir da? Da geht auch nichts. Was ist dasselbe, ne? Toll. Taschen, da geht auch nichts. Geht hier noch irgendwas? Gedämpft. Verschweißt. Nö, das ist besser so. Also mit Taschen. Umgürtelt. Nö, müsste passen dann, ne? Verlassen. Nützlich, oder? Ich hoffe.
Ich hoffe, dass das irgendwie richtig ist, was ich da jetzt gemacht habe. Können nur in der Werkbank angebracht werden. Kleidung. Jawohl, 270. Hurra, 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 hurra. Das hat gezählt. Das ist sehr schön. Ich freue mich. Jetzt muss ich nur noch schnell klupschen. Habe ich Trottel denn überhaupt wirklich nochmal alles richtig angezogen? Weil ich habe mir da jetzt ein bisschen verklickt eigentlich. Warte mal. Also die Metallrüstungen. 1, 2, 1, 2 habe ich an. Nur 2? Hatte ich nicht ein drittes? Schaut nicht aus. Aber es schaut gut aus. 7, 7, 7, 4 auf der Seite. Das ist das linke Bein, ne? Na. Das passt, glaube ich, schon so. Das passt schon so. Gut. Fein. Jetzt habe ich wieder 1000 Jahre verbraucht für diesen Schmarrn hier, sage ich mal. Und somit hauen wir alles, was wir nicht mehr brauchen, da rein. Auch das mit Sternchen halt. Ich glaube, das lasse ich mal. Patronen. Du kommst dann mal auf jeden Fall weg. Du auch. Blutblatt kommt weg. Das Fleisch, ich weiß nicht, aber das Paket kommt weg. Bourbon tun wir auch mal weg. Das lasse ich vielleicht auch mal. Synthetische Wahrheit, das ist so eine Zeitung, ne? Den tue ich weg. Alles nehmen, untersuchen, verlassen, lagern. Mit Enter. Okay. Eichhörnchen im Stiel lasse ich mal. Den Kuchen lasse ich mal. Das kommt weg. Dann Flaschenkürbis. Eigentlich kann ich den auch mal weghauen, ne? Also ins Lager stopfen. Weil, ich denke schon nicht, dass ich es richtig mache, ne? Es steht da mit Enter, müsste es passen. Wenn ich jetzt auf Flaschenkürbis, ja, alles da. Ich hau das alles da rein fürs Kochen und so. Wir brauchen das Zeug jetzt nicht mit. Fleischbohnen, Fleischmischlingshund, das kommt weg. Fusionskern gehört eigentlich andere Seite rüber. Gebackene Blähfliege, die könnte ich lassen. Boah, grauslich. Geröstet, das kommt weg. Das hat kein Gewicht. Das kommt weg. Das kommt auch weg. Der kommt auch weg. Das auch. Das auch. Die Haarklammer. Oh. Können wir mal eigentlich 14 einlagern? Ich weiß, das hat kein Gewicht. Aber wegen Verbrauch und so sparen. Hey Schatz, das lasse ich drinnen. Hirnpilz. Die Blumen. Hundefutter in Dosen. Die Pistolen kommen rein. Denn das ist zum Essen. Das ist nicht schwer. Das kommt weg. Karotte kommt weg. Die Blume kommt weg. Die Chips. Ja, tun wir auch mal weg. Der kommt auch weg. Die Köterkeulen kommen weg, Lebensmittelpaste können wir behalten. Diese Mod. Tue ich auch mal alles rein. Leuchtfackel. Hat kein Gewicht. Machete, Mais kommt rein. Maulwurfhappen habe ich ausgerüstet. Das Fleisch kommt weg. Lass ich mal, die Melone tue ich weg. Mentas tue ich weg. Das tue ich weg. Den Molotow-Cocktail, den lasse ich bis auf, lass ich mal 5. Achso, verkehrt herum. Jetzt nur noch 9. So. Habe ich dann da oben auch falsch gemacht, ne? Ne, das passt. So, Molotow-Cocktail, Mutterbeere tun wir weg, das Fleisch kommt weg, Nudelschale belasse ich mal, Nuka-Sherry tue ich auch weg, Nuka-Cola tue ich weg, der Ordner kommt weg, Psycho kommt weg, das Outfit, das Kakerlakenfleisch kommt weg, Strahlung widerstehen zu 100%, da werde ich nur 2 mitnehmen, da
dass du mich vielleicht auch nur auf zwei Beinmod, die Rohrzange, das ist zum Essen, der Schlagring kommt weg, die Patronen lasse ich, die Schweißerbrillen, Sonnenbrille kommt zwei weg, Splittergranaten würde ich sagen, tue ich mal fünf weg, die Mine, Springmesser tue ich auch mal weg, Fleisch kommt weg, Steam-Paket tue ich mal 10 ein... Warte. Ja, 10 einlagern, das kommt auch weg. Das tun wir weg. Das kann bleiben. Das eigentlich auch. Der Wein kommt rein. Wilde Mutterbeere kommt rein. Der Wodka kommt rein. Das Ei. Dann diese Rüstung. Die Pistole nehme ich mit. Die Rüstung, das habe ich alles an. Das kommt weg. Das Scharfschützengewehr nehme ich mit. Das kommt weg. Und das überfällige Buch tue ich auch da rein. Schau mal. Schau mal. 64, ne? Was das alles schwer war. Perfekt. Sehr gut. Das tun wir auch gleich speichern. Weil das war jetzt viel Arbeit. Und ich würde sagen, wir gehen gleich weiter. Wir gehen wieder zurück. Hier hin. Jupp. Wir müssen jetzt halt leider ein kleines Stückchen hatschen, aber ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Wie gesagt, was wir dann auch bald mal machen müssen, ist, wir brauchen noch ein paar Geschütztürme. Vielleicht die großen. Wäre nicht schlecht. Aufs Dach oder so platzieren. Vielleicht auch auf dem Dach so ein Beobachtungsdingens rauf tun. Ja, irgendwie so. Dass wir uns dann gut vor Eindringlingen schützen können. Ja. Level 11. La, 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 la. Level 11 sind wir schon. Ja, wenn du denkst, es geht ja, es geht ehrlich gut voran, ne? Ich hoffe, ich skill auch einigermaßen richtig. Ich nehme es halt so, wie ich es mir gerade denke und eventuell vielleicht, dass es schlau ist. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal gesagt habe, aber ich spiele Fallout zum ersten Mal. Vor allem auch das Vierer. Ein Signal wurde gefunden. Sehr schön. Und ja, da ich das Ganze zum ersten Mal spiele, bin ich da auch dementsprechend ungeschickt und ja. Ist halt so. Unerfahren, wollte ich noch dazu sagen. Da werden wir noch ein bisschen was ausrauben. Ist hier irgendwas? Ein Ventilator. Kronkorkenknochen der linken Hand. Steambag 2. Und das war's hier auch schon. Ah, ist das schön, wenn man richtig klasse laufen kann. Ist da oben was drin? Kronkorken und Schrottpatronen. Da wäre echt gut, ein bisschen genauer zu schauen. Maulwurfsdingens. Leerer Blut. Jetzt habe ich es zu schnell gelootet, ne? Die habe ich vergessen. So. Hier ist, glaube ich, nichts. So, was haben wir hier noch drin? Kronkorken, Hirschfleisch. Mm. Brustkorb und Becken. Da ist nichts, nichts, nichts. Ich mache das wieder zu. Nur für den Fall der Fälle. Ich fühle mich einfach wohler, ehrlich gesagt. Wenn da nochmal so ein Supermutant dann auf mich losstürmt, dass er vielleicht wenigstens von der Tür ein bisschen aufgehalten wird. Vielleicht gehen wir da noch rauf. Ja. Freund oder Feind? Was haben wir hier noch Schönes? Ein Bett zum Schlafen. Echt wahr? Lol. Lol, 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 lol. Nicht schlecht. Können wir uns erholen. Ein bisschen zumindest. Was haben wir hier? Silberner Teelöffel. Vortec Laborkittel. Cool. Ein Sofa zum Sitzen. Boah, wie sich das anhört, dass wenn da gleich was zusammenbrechen wird. So. Na, servus. Na, das hält alles gerade so noch zusammen. Die Kommode ist leer. Dann gehen wir mal darauf.
Wie weit geht denn das noch rauf hier? Da drüben fallen. Alter. Vor allem da drüben. Wollte ich eigentlich sagen. So. Geht das noch knapper? Weil. Da drüben geht es nämlich weiter. Splittergranaten-Molotow-Cocktail. Was haben wir da? Da ist natürlich nichts. Hier geht's auch weiter. Hier geht's wieder runter. Okay. So. Und hier haben wir auch ein Opfer. Ein Raider. Okay, gib mal her dein Zeug. Aber sonst scheint's hier... Nö, oder? Warte, was ist das da drüben? Das sind Raider. Großartig. Ernsthaft. Piper? Piper kommt schon. Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Mist, ich bin komplett verkehrt, ne? Da müssen wir am besten... Ich gehe am besten da zurück. So, langsam. Da so. Irgendwie. In Klammer hoffentlich. Wo geht's hier hin? Ach so, das ist das. Okay. Dann müsste es hier raus so... Müssten wir hier weitergehen. Theoretisch. In Klammer hoffentlich. Was ist da vorne? Auch ein Raider. Käse, verdammt. Jetzt muss ich mal glatt da unten schauen. Zeigt es mir an? In die Richtung muss ich, okay. Und jetzt? Ah! Oh! Warte! Freedom Trail Markierung. Jetzt eine 6 und ein O. Okay. Dann... Zweiter Hinweis schreibe ich mal. 6 und eine O. Okay. Ich hoffe, wir haben nichts übersehen. Wahrscheinlich ist es dann später eh mit einer Quest verbunden. Ist in deinen Händen eh besser aufgehoben. Schon, gell? Finde ich auch. So. Dann also hier weiter. Da habe ich sicher was übersehen. Oh, und da? Good Neighbor. Sehr schön, machen wir mal auf. Dann haben wir das schon gefunden. Das ist ja lieb. Soll das Jesus sein? Oh. Ich mag dieses Monopoly-Männchen. Ich nenne es einfach mal so, weil, weil der Kerl mich einfach an das Spiel erinnert. Du bist ein Freund, oder? Hey, warte. Zum ersten Mal in Good Neighbor? Da ja. Solltest du nicht ohne Versicherung unterwegs sein. Ach, komm, verpiss dich. Ich höre zu. Versicherung? Sarkastisch. Versicherung? Ganz genau. Versicherung. Personenschutz, sozusagen. Du gibst mir alles, was in deinen Taschen ist. Sonst wirst du Unfälle haben. Schwere, blutige Unfälle. Hey, immer mit der Ruhe. Wenn jemand zum ersten Mal durch dieses Tor kommt, ist er ein Gast. Lass diese Erpressungsscheiße. Was kümmert dich das? Sie ist keine von uns. Kein Respekt vor dem Bürgermeister, Finn. Ich hab gesagt, du sollst sie in Ruhe lassen. Du bist schwach, Hancock. Wenn du weiter zulässt, dass Fremde hier machen können, was sie wollen, wird es eines Tages einen neuen Bürgermeister geben. Komm schon. Dem fehlt die Nase. Nicht, Mann. Also pass auf. Und die Ohren? Irgendwie. Oh! Jesus, na! Wieso musstest du sowas sagen, hm? Du hast mir echt das Herz gebrochen. Alles klar bei dir, Schwester? Ja. Moment. Ja. Ghoul, du hast ihn getötet? Nein, ja. Blöd fragen oder ja? Ich meine, ich bin eigentlich nicht der rassistische Typ, aber der Kerl da ist doch eigentlich nicht... Du musst einfach starren, was? Du bist ein Ghoul? Ganz genau. Gefällt dir mein Gesicht? Ich finde, es verleiht mir einen sexy König der Zombies-Look.
Kommt super an bei den Ladies. Pass auf, hier sind eine Menge Rat-Freaks wie ich unterwegs. Du solltest solche Fragen das nächste Mal also vielleicht besser für dich behalten. Good Neighbor ist aus dem Volk für das Volk, verstehst du? Jeder ist hier willkommen. So, und jetzt haben wir den Beweis, ne? Also ich für mich selbst, Ghule sind doch intelligent. Ich weiß da gerade nichts drauf zu sagen. Ich find's cool. Also ich finde das gerade echt super, muss ich sagen. Viele neue Freunde. Mal wieder ist jemand von meiner umwerfenden Persönlichkeit geblendet. Ja, das muss ich echt so sagen. Ich verstehe dich. Klingt nach Anarchie. Sarkastisch. Good Neighbor? Fragezeichen. Ja, fragen wir blöd Good weiter. Good Neighbor? So heißt der Ort hier? Ganz genau. Wir haben diese kleine Nachbarschaft mit Hilfe der Freaks und Sonderlinge geschaffen, die sonst nirgendwo willkommen sind. Du wirst schon sehen. Wenn du dich mit genug Leuten anfreundest, wirst du das Örtchen schon bald dein Zuhause nennen. Solange du im Kopf behältst, wer hier das Sagen hat. Sehr wohl, Bürgermeister. Na, das sind ja Sachen hier, ne? Ja, du wirst, denke ich mal, deine Sachen nicht mehr brauchen, ne? Also... Danke. Ja, da legst du die nieder. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, der Kerl ist mir doch, auch wenn er etwas komisch ist, sympathisch. Ja. Scheint, als hätten wir einen neuen Freak, der sonst nirgendwo hinpasst. Gammler. Hallo? Alles hier wird garantiert nach Wunsch verletzen, verstümmeln oder töten. Außer mir. Ich töte nur, wenn ich will. Geht's dir gut? Was bist du eigentlich? Was bist du? Ich bin eine Frau, Baby. Siehst du das denn nicht? Du bist ein Roboter. Vielleicht? Nein, ja. Roboter? Oh. Na klar. Es sind nur diese ganzen Metallplatten. Du bist ein Roboter, oder? Ein sehr... weiblicher Roboter. Bezeichnen? Agassotron. Entwickelt, um verschiedene sicherheitsrelevante Aufgaben für den Menschen zu übernehmen. Abschließendes Urteil? Warum für Menschen arbeiten, wenn man für sich selbst arbeiten kann? Neue Bezeichnung? K-L-E-O. Cleo. Gänzlich unabhängige Kleinunternehmerin. Roboterhaft genug für dich, du Schwätzer? Also was darf's sein? Finde ich gerade niedlich. Aggressotron, Fragezeichen. Vielleicht. Kein Interesse, handeln. Ja, warum nicht? Aggressotron, Fragezeichen. Du bist ein Aggressotron? So haben mich meine Erbauer genannt. Aber ich denke, ich bin eine Frau. Und mir gehört ein Laden, in dem richtig große Knarren verkauft werden. Also was darf's sein? Was steht zum Verkauf? Was hast du denn für Waffen? Wenn es töten kann, verkaufe ich es. Außer Selbstmordgedanken. Die lassen sich so schlecht abpacken. Also, kommen wir ins Geschäft. Na gut, zeig mal, was du hast. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Eine Waffe für jede Gelegenheit. Vor allem Patronen würden mich interessieren. Wir haben 587 Kronkorken. Wobei, wir können auch bei der Guten hier ein bisschen was... zurücklassen, ne? Das hat immer so eine Geschichte, ne? So eine Sache. Die Gasmaske mit Brille. Da ist halt echt Wert 4. Das ist halt alles nicht so viel wert. Da ist das Essen mehr wert. Nicht einmal... Jetzt einmal die Munition, ne? Leichte Kleidung auch nicht wirklich. Leuchtpistole will ich behalten. Und bei dem Zeug hier, das ist halt nichts wert. Das ist nichts wert. Gar nichts. Null. Wenn man sowas hat, ne, da kriegen wir 45. Das ist halt echt wenig. Und was hast du zum Anbieten? Vielleicht zufälligerweise auch was zu essen. Ladung Kupfer. Ladung Blei.
Ladung Öl, Laserpistole, Raketen? Nee. Ja, ich bin ja immer so ein bisschen auf der Suche nach diesem komischen Weizen, sag ich da jetzt mal. Brennstoff. Fusionskerne kann man kaufen. Boah, die sind teuer. Aber wir kriegen sicher irgendwann mal mehr als genug Geld, schätze ich mal. Das ist halt immer am Anfang, danke dir. Das ist halt immer am Anfang, ne? Da verdient man halt nichts. Hey. Und später weißt du nicht mehr wohin mit dem ganzen Klump. Na fein. Jo. Gut, was machen wir jetzt eigentlich hier? Müssen wir hier was Bestimmtes? Good Neighbor. Und dann, questmäßig. Warte mal, Daten auf dem Weg zur Freiheit. Folge weiter dem Freedom Tale. Valentine. Der Burg. Museum. Irgendwie habe ich da. Ach so, sonstiges. Erkunde Kompatzone. Ach so, da wäre gut anklicken, ne? Hexereimuseum. Wird schon passen, so wie es ist, ne? 10. Hier? Was soll hier sein? Ach so, wieder rausgehen oder was, ne? Finanzbezirk. Oder wir quatschen noch ganz fix mit dem Bürgermeister, der war ja hier drin, ne? Das können wir auch noch machen. Exit. Deine Freundin da, die schreibt auch für die Public Occurrences, oder? Ist echt gut. Ich habe investigativen Journalismus schon immer zu schätzen gewusst. Ich meine, Vorteil hat's ja, ne, wenn du jetzt dann Ghoul bist, ne? Du kannst eigentlich so gesehen an Krankheiten etc. ja gar nicht mehr abnippeln, oder? Grüß dich. Das nennst du eine Knarre? Ja, ich mag sie. Was? Hallo. Ein normaler Gammler, okay. Nein, da stellen wir nichts, auf keinen Fall. So, wo sind die jetzt hin? Nach unten, okay. Good Neighbor. Hey, hast du mal von University Point gehört? Nein, wundert mich nicht. Das Institut hat den Ort ausgelöscht. Okay. Na, ich wollte eigentlich nur mit dem Bürgermeister noch mal ein bisschen was quatschen. Hey, deine Freundin, ist das Piper? Die Reporterin? Ich bin ein Riesenfan von dir. Aber so wie es ausschaut, geht das. Wenn du hier bleiben oder willst, doch? Musst du dich einer Crew anschließen. Ich habe gehört, Fahrenheit. Dass Bobby Leute sucht. Hallo, eine neue Spielfigur in Good Neighbor. Hallo, kleiner Bauer. Willkommen zu unserem lustigen Spielchen. Sprich mit Bobby. Oh, Bobby Singer? Sind wir jetzt bei Supernatural? Boah, ich kann's auch gar nicht mehr abwarten, bis da die neue Staffel rauskommt, ne? Hi. Kennst du Schach? Manchmal muss man eine Figur opfern, um das Spiel am Laufen zu halten. Merkt ihr das? Toll, wir sind hier bei Leuten, die mal eben Entschuldigung. Die mal eben gerne Drogen zu sich nehmen. Und ganz wichtig, hier noch ein Aschenbecher. Super. Wo sind wir hier wieder? Wir haben uns nicht an die Spitze dieser Stadt geschafft, indem wir immer nett und fair waren. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Mit Freundlichkeit kommt man halt nicht weit. Das sind alles voll mit Gammler. Naja, man kann sagen, was man will. Hier kann man sich wenigstens sicher fühlen, ne? Und seine müden Knochen ein bisschen ausruhen lassen. Ah, sonst ist hier gar nichts. Ich habe gehofft gehabt, dass wir den Bürgermeister nochmal treffen. Diesen charmanten, nasenfreien Kerl,
der da mal eben ein bisschen aufgeräumt hatte. Oh, was haben wir da? Achso, alles Diebstahl. In die Tür. Ah, da ist ein Gefängnis mit Badewanne. Das ist sehr schön. Oder das ist das moderne überhaupt Badezimmer der jetzigen Generation. Okay, da geht eigentlich... Huch, hoppala. Da geht eigentlich so gesehen jetzt nichts weiter. Dann gehen wir wieder raus. Der Part ist schon wieder zu Ende. Nicht dein Ernst jetzt. Echt wahr? Großartig. Dann würde ich sagen, wir verlassen. Wir verlassen dann. Ein bisschen labern. Ich weiß, dass ihr alle euer eigenes Ding macht. Aber ich will nicht, dass ihr darüber vergesst, was wirklich wichtig ist. Hey Daisy, schön, dass du gekommen bist. Wie geht's, meine Mädchen? Hab ich dich nicht letztens bei einem Date mit Morawski gesehen? Hätte er wohl gern. Okay, okay, wir kommen vom Thema ab. Wo war ich? Ah ja, was wirklich wichtig ist, wir Freaks müssen zusammenhalten. Und das geht am besten, wenn wir darauf achten, was uns auseinandertreibt. Versteht ihr? Ja, so sieht's aus, Hancock. Also, was in unserem großen, netten Commonwealth will uns auseinandertreiben? Was für ein bösartiges, gefährliches Schreckgespenst will unserer friedlichen Gemeinschaft schaden? Das Institut und seine Söhne. Ganz genau. Okay. Wer hat das gesagt? Komm nachher in meinem Büro vorbei. Du hast dir etwas Jet verdient. Ha? Ich hab nichts zu verschenken. Das ist der wahre Feind. Nicht die Raider. Hey, nicht die Supermutanten. Nicht mal diese Penner drüben in Diamond City. Ich weiß nicht, Hancock. Ich würde McDonald schon gerne mal Hyper in den Arsch treten. Public Occurrences. Ihr wisst alle, wer hat in Good Neighbor heutzutage wirklich das Sagen? Wer ist der Boss in dieser zwielichtigen Zuschlucht? Du schaust dir gerade jeder, nur ich. Aber ich verkaufe dir einen Anteil. 100 Kronen. Nein, 50. 10? Ja, danke, aber ich verzichte lieber. Ob jemand Dinge tut, die er normalerweise nicht tut. Ob Verwandte euch plötzlich ohne Grund nicht mehr sehen wollen. Wir alle wissen, wer hinter dieser Art von Scheiße steckt. Und der einzige Weg, das zu verhindern, ist zusammenzuhalten. Sie können uns nicht kontrollieren, wenn wir keine Angst haben. Also, wer hat Angst vorm Institut? Niemand! Niemand hat Angst vor dem schwarzen Mann. Sollte sich das Institut besser nicht anlegen? Good Neighbor! Und wer hat den Good Neighbor das Sagen? Dauert das noch lange? Aus dem Volk! Für das Volk! Das Volk. Jawohl. Gut. Haben wir geschafft. Was? Was? Wieso zielst du auf mich? Es ist schon gut, ich tue ja niemandem was. Riechst du das? Das ist Freiheit. Halt deine Waffe besser griffbereit. Nun gut gemeinter Rat. Ja, danke. Herr und Frau nasenlos. Halt dich aus meinen Angelegenheiten raus. Ich hab nichts gemacht. Gut, schön. Fein. Was stellen wir dann denn jetzt noch an? Also, ich glaube, heute ist gut. Wir werden dann einfach, oder ich werde dann einfach... Scheint, als hätten wir einen neuen Freak, der sonst nirgendwo hinpasst. Irgendwie bin ich gleich bei der falschen Tür raus. wir werden jetzt einfach wieder dieses Dörfchen hier verlassen. Also den Part zuerst mal beenden. Das Dörfchen hier verlassen und schauen, wo es uns als nächstes hin verschlägt. Ja, Hancock, ne? Wenn du denkst, da war einst mal ein Superheld, ne? Ein betrunkener Superheld dann. Und dann, nein, falsch, zuerst ein betrunkener Superheld aufgrund von den ganzen negativen Umgebungen, Einflüssen und so weiter, ist dann zu einem Held mutiert und jetzt zu einem nasenlosen Bürgermeister. Was soll man da noch dazu sagen? Außer, herzlichen Glückwunsch. Fein. Gut, wir schleichen uns. Wir gehen. Und schauen mal questmäßig da draußen weiter. Diese Freedom Trail Geschichte, die werden wir uns jetzt einfach, sage ich jetzt mal, weiter
anschauen. Ich hoffe halt, dass das so irgendwie halbwegs planmäßig funktioniert. Dass sie wirklich von Hinweis zu Hinweis geführt werden. 3 Stunden später. Nein, Spaß. Für kritische Treffer, so bla, werden Angriff ausführen. Okay. Der Wachbot ist. Okay, kann man nicht mehr lesen, weil. Bitte was? Wer schießt denn da schon wieder? Das machen wir im nächsten Part. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!